Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute ein Muster. Das wird in zwei Farben gearbeitet und der Farbwechsel findet jeweils auf der linken Seite statt. Wir beginnen zunächst mit einer verdrehten Masche und einer Masche im Grundstich. Wieder mit einer verdrehten Masche und einer Masche im Grundstich. Bei der verdrehten Masche dieses vordere Maschenglied leicht auf die Seite schieben und dann nach hinten dieses Maschenglied zu erfassen. Also quasi leicht nach vorne drehen. Wieder nach vorne drehen und das hintere Maschenglied erfassen. Vorne drehen und das hintere Maschenglied erfassen. Und enden mit einem normalen Grundstich, also die Randmasche nicht mehr verdrehen. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und die Maschen wie gewohnt zurückhäkeln, also stets zwei Maschen auf einmal. Und nun versetzen wir das Muster. Zuvor haben wir mit einem verdrehten Stich angefangen. Nun beginnen wir mit einem Grundstich und dann wieder ein verdrehter Strickstich. Ein Grundstich und ein verdrehter Strickstich. Grundstich, ein verdrehter. Grundstich, ein Verdrehter. Grundstich, verdreht. Grundstich, verdreht. Grundstich. Verdreht. Und wir enden mit einem Grundstich. Wieder mit einer zusätzlichen Randmasche wechseln und die Maschen zurückhäkeln. Nun wiederholt sich die erste Reihe, also wir beginnen wieder mit einem verdrehten Strickstich, ein Grundstich, verdreht, Grundstich, verdreht, Grundstich. Und wir enden mit einem Grundstich bei der Randmasche. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und zurück. Nun beginnen wir wieder mit einem Grundstich, dann ein Verdrehter, Grundstich, verdreht, Grundstich, verdreht.
und so weiter. Wem das tunesische Häkeln gefällt, der darf gerne unsere Facebook-Gruppe besuchen. Die heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort findet man jede Menge Ideen und Anregungen zu dieser Technik. Hier ein Fehler. Diese Masche kommt im Grundstich. Und hier verdreht und wir enden mit einer Masche im Grundstich. Und noch einmal. Das Muster kommt also sehr schön raus. Wir beginnen wieder mit einem verdrehten Stich und dann ein Grundstich. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Muster.